online. Herzlich willkommen zum Hochzeitsmesse Online TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Hochzeitsmesse Online. Heute am Sonntagnachmittag zu unserem zweiten Livestreaming, wozu ich Sie herzlich zu einladen möchte. Und ich begrüße alle Zuschauer, die bei Facebook live dabei sind oder auch über unseren Instagram-TV-Kanal, immer unter dem Hashtag Hochzeitsmesse Online. Wer sich live dazuschalten möchte zu unserem Zoom-Meeting, der hat dazu die Möglichkeit und geht einfach auf die Seite hochzeitsmesseonline.de in einen der Infocounter der jeweiligen Messestadt. Und dort habt ihr die Möglichkeit, über den linken Bildschirm alle Live-Termine zu sehen und da auch den Login zu finden. Dort findet ihr die IDs und das Kennwort, um euch eventuell live in unser Zoom-Meeting zu schalten und unserer Interviewpartnerin Fragen zu stellen. Natürlich dürft ihr das auch gerne über unseren Live-Chat. Dort könnt ihr natürlich dann auch schriftlich Fragen stellen, die wir Ihnen und euch gerne beantworten. Oder ihr habt die Möglichkeit, über unseren Online-Kanal, TV-Kanal www.hochzeitsmesseonline-tv.de zuzuschauen oder euch auch einzuloggen. Ja, wir sind heute zur virtuellen Öffnungszeit der Hochzeitsmesse Online schon weit gereist. Heute Morgen waren wir im Eventhaus Giebel in Wermelskirchen, haben euch eine Top-Location präsentiert für eure Hochzeitsfeier und sind jetzt in Alsdorf bei den ergonomischen Trauringen. Wir werden live in die Goldschmiede gehen. Wir werden sehen, wie Eheringe ergonomisch geschmiedet und hergestellt werden. Wir sind in Alsdorf bei der Maike Thomas, die ich gleich natürlich persönlich begrüßen werde. Aber die ergonomischen Trauringe findet ihr auch quasi im südlichen Bereich unserer Hochzeitsmesse online in Deutschland. Und zwar beim Matthias Thomas. Also Messestände der ergonomischen Trauringe findet ihr quasi so im mittleren Bereich von Deutschland und im südlichen Bereich. Also auch die Zuschauer, die uns jetzt von dort auch zusehen, finden quasi das Angebot, was wir euch jetzt gleich vorstellen werden, auch ja in der südlichen Heimat. Ich gehe quasi zu unserer Interviewpartnerin und ich freue mich, dass sie uns eingeladen hat hier in ihren Showroom und natürlich auch gleich in ihre Goldschmiede. Herzlich willkommen, liebe Maike, schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich auch sehr. Ja, liebe Brautpaare, das ist der Sinn und Zweck in der leider heutigen Pandemiezeit. Ist es nicht möglich, eine Präsenzmesse zu besuchen. Deswegen kommen wir zu euch ins Wohnzimmer. Ja, versuchen euch viele Informationen über Hochzeitsdienstleister nahezubringen, damit ihr den perfekten Dienstleister für eure Hochzeit findet. Nicht nur übers Internet ein bisschen, sondern hier habt ihr die Möglichkeit, durch unsere Live-Interviews viel mehr Informationen zu erhalten und wirklich mal Einblick in die Dienstleistung zu bekommen. Ihr könnt euch, wie gesagt, alle vorangegangenen Interviews und Livestreamings auf hochzeitsmesseonline-tv.de jederzeit nachträglich anschauen, sowie natürlich auch jetzt hier unser Interview bei der lieben Maike. Und ihr informiert euch rund um eure Dienstleister. Liebe Maike, ja. Ich würde sagen, die Brautpaare warten und sind gespannt, wie man Gold- oder Eheringe schmiedet. Stell dich doch einfach mal unserem Brautpaar persönlich vor und erzähl einfach mal, wie du zum Thema Goldschmiede gekommen bist. Das mache ich. Also gleich gehen wir noch in die Goldschmiede und ich schmiede ein paar Ringe für euch, dass ihr auch mal einen Einblick in die Kulissen bekommt. Ich bin Maike Thomas. Ich bin Goldschmiedin aus Leidenschaft, mache das Ganze jetzt auch schon ziemlich lange. Und das Schöne ist, das Ganze ist so ein Familiending. Wie der Mirko schon gesagt hat, mein Onkel ist im Süden, macht auch ergonomische Trauringe. Mein anderer Onkel, der Peter Thomas, ist im Norden und bietet auch die ergonomischen Trauringe an. Und ich habe damals als Elfjährige ein Praktikum bei meinem Onkel gemacht, im schönen schwäbischen Ländle und durfte am Werktisch sitzen. Und da wusste ich dann auch einfach schon, das ist das, was ich später mal machen möchte. Und es macht einfach super viel Spaß, am Werktisch zu sitzen, was herzustellen, was fertigzustellen und einfach das Tolle mit den Paaren so einen engen Kontakt zu haben, was Individuelles anfertigen zu können. Das ist einfach sehr schön.
Das ist ja ganz was Individuelles und jeder Ring, man spricht doch vom Ring und nicht von den Ringen, ist ja wirklich Unikate, die die Brautpaare bei dir, bei euch bekommen. Und das ist ja das Spannende. Also das, was quasi Brautpaare hier bei dir bekommen, das findet man halt nirgendwo mehr und es gibt auch kein zweites Exemplar mehr auf dieser Welt. Und das ist halt ein Unikat und ja, eine ganz tolle Geschichte, die du hier anbietest. Kannst du anhand eurer Ringe mal so die Besonderheiten erklären? Als ihr damals zur Hochzeitsmesse online gekommen seid, ergonomische Trauringe, habe ich auch gedacht, was? Ergonomische Trauringe, ne? Man kennt Ringe, ja, geht man an, probieren, passen oder passen nicht. Genau. Ne? Dann gibt es Ringe zum selber schmieden, alles Themen, die man so kannte, aber ergonomische Trauringe, das war mir bis dahin auch noch nicht bekannt. Also vielleicht stellst du da einfach mal die Besonderheiten eurer Produkte vor. Das mache ich gerne. Und zwar, wenn ihr alle einfach mal auf die Handinnenfläche schaut und euch euren Ringfinger anguckt, seht ihr, dass der einfach schief an der Hand ist. Der ist nicht gerade, so wie der Mittelfinger, sondern hat eine Schräge und an diese Schräge orientieren sich unsere Ringe. Dadurch kriegt man einen total schönen Tragekomfort. Die Ringe werden richtig gemütlich, die können nicht mehr kippeln. Und man hat quasi, oder wir wollen einfach, dass der Trauring gerne getragen wird, dass er nicht irgendwann in der Schublade landet, weil es so ein schönes Symbol ist. Und da gucken wir einfach mit dieser ergonomischen Schrägstellung, dass wir die Ringe so gemütlich wie möglich machen. Und das Schöne ist auch, dadurch, dass die Ringe diese Schräge haben, drehen die sich nicht. Der klassische runde Ring, der sich immer dreht, wie man will. Die meisten Frauen kennen das, die oben einen Stein haben, die immer wieder drehen und gucken, dass der Stein nach oben zeigt. Das passiert bei unserem Ring nicht. Und diesen Vorteil nutzen wir auch für unser Design. Nicht nur, dass die Steine oben bleiben, wir experimentieren ein bisschen. Wir bauen die Ringe klassisch, bauen aber auch mal eine Kante rein, bauen eine Kurve rein. Das zeige ich euch gleich einfach noch ein bisschen anhand von ein paar Beispielen, dass die Ringe nicht einfach nur rund klassisch sein müssen. Das ist so der klassische Effekt, den ich auch immer beobachte, gerade bei den Damen, ne? Wenn die immer am Tisch sitzen und immer am Drehen sind, weil die Perle drauf ist, der Diamant, keine Ahnung, also irgendwas noch aufgesetzt und immer am Drehen sind, dass alles an der richtigen Ort und Stelle sitzt. Das natürlich, ja, ich sag mal schon mal ein Riesenvorteil, dass der Ring quasi sich nicht mehr verdrehen kann und im Endeffekt immer so getragen wird, wie er zu tragen sein soll, dass man den auch immer alles dann sehen kann. Ne? Also es hat sich dann natürlich mir irgendwann erschlossen, die Ergonomie in den Trauringen. Wie gedacht, ja gut, ist eigentlich ne, klar, wirklich an den Finger, an die Person vollkommen angepasst. Und ja, Tragekomfort kann ich mir super vorstellen, weil es dreht sich nichts mehr, es bleibt nirgendwo was hängen. Ne? Also das sind schon mal klassische Vorteile, die man quasi mit einem ergonomischen Trauring bekommt. Ja, magst du uns, wir haben ja schon eben mal hier einen kleinen Schwenk gesehen, es sind ja schon viele Ringe in deinem Showroom, magst du uns mal so ein paar Designmöglichkeiten, Auswahlkriterien oder Formen auch mal beziehungsweise unserem Brautpaar da draußen präsentieren? Gerne. Und zwar zeige ich euch einfach mal ein bisschen verschiedene Designs. Und zwar zeige ich euch einmal die etwas klassischere Variante, die doch aber einen kleinen Fit hat. Und zwar sind die Ringe oben breiter und unten schmaler, sodass auch einfach die Knickbewegung viel, viel angenehmer ist. Das heißt, wenn man jemanden die Hand gibt, hat man unten weniger Material und oben sind die Ringe trotzdem noch schön, dass man auch vom Design einfach verschiedene Sachen machen kann. Jetzt zeige ich euch noch unsere Spezialität. Und das sind hier unsere Ringe mit Bogen und Kante. Da sieht man auch total schön, dass Ringe von Mann und Frau nicht unbedingt gleich sein müssen. Ich nehme mal ein paar raus und zeige euch das. Also hier ist es auch anders, sage ich jetzt mal, wie so bei den klassischen Ringen, die irgendwo immer identisch sind. Hier
kann es auch quasi, ich sag mal, zwei verschiedene Ringe geben. Genau. Und das ist auch das Schöne zum Arbeiten, dass ich nie das gleiche Ringpaar herstellen muss. Das macht natürlich auch Spaß, wenn jedes Paar andere Details hat. Hier läuft quasi der Bogen vom Damenring in die Kante vom Herrenring über. Und so ist der Herrenring schön maskulin gearbeitet, der Damenring ein bisschen feminin. Und hier ist noch so eine kleine Besonderheit, die man machen kann. Da ist ein Kontaktbrillant. Das ist quasi der Punkt, wo der Damenring in die Kante des Herrenrings. Also ihr seht, es gibt viele schöne kleine Gestaltungsmöglichkeiten, die wir machen können, die eure Ringe einfach ganz besonders machen. Also sehr filigran gearbeitet und ja, man achte auf die Details, genau, sage ich jetzt mal. Genau. Ne? Dass quasi die Kante übergeht in den Herren oder ne, andersrum. Genau. Das ist ja auch dann erstmal das, wo man ja mal darauf hingewiesen werden muss und was wirklich ein Unikat ist. Genau. Ja, wir gehen natürlich gleich noch in deine Goldschmiede und dann sind wir natürlich mal richtig aktiv und werden sehen, wie das geschmiedet wird. Jetzt ja, sehen wir ja, ich sag jetzt mal, ich bin ja so ein bisschen Laie in der Geschichte Gold, Silber. Gibt es also auch verschiedene Materialien, die ihr anbietet, beziehungsweise kann man es auch mit allen Materialien, ich sag mal, ergonomisch herstellen? Genau, also wir können eigentlich alle Edelmetalle verwenden, die man so kennt, ne? Klassisch ist ja so das Gelbgold, ne, was du gerade auch schon erwähnt hast. Dann haben wir verschiedene Roségoldfarben, verschiedene Rotgoldfarben, wo man auch so, finde ich, immer wirklich beim Anprobieren gucken muss, was passt denn zu einem am besten. Gerade bei diesen einzelnen Farbnuancen, wenn man die so sehen würde, würde man denken, so viel Unterschied ist doch da gar nicht. Aber an der Hand ist da doch immer schon ein bisschen Unterschied zu sehen. Dann haben wir natürlich klassisch Platin in verschiedenen Ausführungen. Palladium gibt es auch noch, Weißgold. Also wirklich so die ganzen Klassiker. Und was auch immer sehr, sehr schön ist, manche Paare kommen ja schon so mit einer Idee her, ja, wir hätten Platin, was Weißes soll sein. Und momentan ist es ganz witzig, so 60% der Paare gehen dann doch mit Roségold oder Gelbgoldringen raus. Ne, weil man stellt sich das immer so vor, aber wenn man hier dann einfach gemütlich sitzt, in Ruhe, das Ganze mal so ein bisschen wirken lassen kann, merkt man dann doch, ach nee, ist vielleicht doch was anderes schöner. Ja, wie du sagst, in Ruhe sitzen, ja, ne, und mal anschauen. Hier finden ja auch die Beratungsgespräche, genau, statt in dem Raum, wo wir uns jetzt gerade befinden. Wie gesagt, die Goldschmiede ist ja in einem anderen Raum, wo wir gleich hingehen. Also beim Ring ist es ja auch so, man muss ihn einfach auch mal anziehen. Ne? Es ist auch mit Sicherheit kein Produkt, würde ich jetzt auch sagen, was man einfach so online bestellen kann und dann ist das schön. Ich würde jetzt gerade, oder mir fiel jetzt gerade ein, wir waren gestern bei der Maßschneiderei Wärmter, wo dann die Herren quasi dann mal einen Anzug anziehen und das dann auch erstmal wirkt, wenn er angezogen ist. Ne? Das kann man jetzt eigentlich quasi mit den Ringen vergleichen. Ne? Tatsächlich, das ist ein total schöner Vergleich, weil wir sagen auch, wir schmieden die Ringe eigentlich Maß, es ist im Endeffekt eine Maßanfertigung für euer Finger. Wir nehmen den Winkel eures Fingers, weil jeder hat tatsächlich einen unterschiedlichen Winkel, einmal damit er perfekt sitzt. Und dann gehen wir diese ganzen Details durch, wie man die Ringe gestaltet. Und auch da ist es gerade bei den Männern, die es nicht so gewohnt sind, einen Ring zu tragen, die dann hier einfach mal ein bisschen sitzen können, den Ring am Finger haben können, einmal vom Gefühl her wirken lassen können, aber natürlich auch von der Optik, da ist plötzlich irgendwas an der Hand. Wenn man da einfach ein bisschen Zeit hat und gucken kann, das ist schon viel wert. Das ist ja quasi ein Ring, den man nicht mehr ablegt. Ne? Genau. Ich sag jetzt mal, da gehen wir von aus. So, ja. Ich sag mal, der Ring wird ja das ganze Leben lang getragen sozusagen. Und es ist ja auch gut, wenn man da einfach mal ein Gefühl für bekommt. Ich sag auch immer, wenn ich mit meiner Frau shoppen gehe und die irgendwas ich sag mal, Kleidungsstück holt und sagt, guck mal, wie findest du, wo ich auch sage, zieh es einfach mal an. Ja, und dann sieht man, wie es wirkt und ob es aussieht. Ne? Und dann kriegt man einen ganz anderen Blick dafür, wenn es wirklich, wenn man es mal anprobiert hat. Ne? Und das ist halt auch das Wichtige, liebe Brautpaare, einfach mal hier vorbeischauen. Gut, im Moment etwas schwierig bei Corona-Zeiten, mit persönlichen Beratung geht das noch mit einem gewissen Abstand. Aber man hat einfach mal ein Gefühl, wie sieht der Ding aus. Farben wirken auch wieder ganz anders, wenn wir an den Finger sind. Und hat vielleicht dann Ringe, Formen, Farben,
an sich in Ehering, die man vorher gar nicht gedacht hat, dass man sowas mal anzieht. Ne? Genau. Und weil man viele Sachen auch tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Also dadurch, dass wir einfach andere Designs machen können, weiß man ja tatsächlich gar nicht, dass das geht oder dass es das gibt. Und da ist das Schöne auch einfach, die Paare brauchen nicht unbedingt eine Vorstellung, wie sollen die Dinge aussehen, wenn sie herkommen. Kann man natürlich haben, muss man aber auch nicht. Weil man die ganzen Sachen wirklich schön auf sich wirken lassen kann, verschiedene Formen einfach mal anprobieren kann. Was sieht denn am Finger wirklich am besten aus? Weil manchmal stehen wir auch hier und die Paare sagen mir, die Form, die gefällt uns aber tatsächlich jetzt gar nicht so. Und dann sage ich immer, wir probieren das gleich alles mal in Ruhe an und am Finger ist es dann plötzlich was ganz anderes und es ist doch dann plötzlich diese Form, wo man vorher dachte, nee, ist jetzt doch gar nicht so. Die sind ja Beratungsgespräche, kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen größer zu dem Thema. Aber was mir jetzt so spontan einfällt, machst du eigentlich wie so ein Vorgespräch und vielleicht so einfach persönliche Interessen oder Neigungen, sage ich mal, rauszufinden, um so herauszufinden, welche Art von Ring vielleicht zu dem Typ passt. Ich sag mal, eckige, kantige Menschen, lieben die dann auch mehr einen eckigen, kantigen Ring oder seichte Personen lieben mehr geschmeidige Rundungen oder Formen, ja. Kann man so vom Typ des Menschen irgendwo auf den Ring auch schließen? Fällt mir einfach jetzt mal so spontan ein. Ne? Wenn jetzt hier so ein 2 Meter Kerl so reinkommt, ne? So ein Bulle mit Ecken und Kanten, und man sagt, gut. Ne? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die du da stellst. Nee, würde ich sagen, das ist so unterschiedlich. Also ich habe am Anfang habe ich immer mal so einen Tipp abgegeben, wenn das da reingekommen ist, wir uns mal die Werkstatt angeguckt haben, hatte ich so im Kopf mal überlegt, hm, könnte vielleicht in die und die Richtung gehen. Aber nee. Ja, wäre ja mal spannend zu wissen, ne? wenn so ein 2 Meter Footballer hier reinkommt. Ne? Genau. Und der sagt, ich hätte lieber den geschwungenen, geschweidigen. Es kann wirklich so der Typ sein, der sagt, oh, ich brauche diese Kante, ich finde das toll, wenn das so ein bisschen maskuliner ist. Mathematiker sind ja auch mehr so strukturiert und sagen, ich brauche da gewisse Abgrenzungen. Genau, aber man wird auch super oft überrascht und dann wird es genau das Gegenteil. Und das ist eigentlich ja auch das Schöne. So ist das Beratungsgespräch einfach mal spannend. Spannend. Ne? Weil wir wissen alle drei nicht, was kommt denn am Ende dann für ein Ring heraus. Und es kommt der Ring fürs Leben raus, sage ich jetzt mal. Ne? Man sieht viele Möglichkeiten. Ringe haben wir jetzt oder gesehen. Gibt es auch Elemente, die man einbauen kann? Perlen, Diamanten, etc. Klassisch weiß oder so. Gibt ja keine klassische Farbe, wie man jetzt so sieht. Aber Elemente mit einbauen in die Ringe. Wenn man jetzt vielleicht auch sagt, ich habe noch ein Erbstück von meiner Oma, eine Perle. Oder irgendwas Vererbtes, wo man selber persönlichen Hintergrund hat, kann man sowas auch alles einbauen. Das kann man einbauen und das ist auch das Schöne. Also was wir super oft machen und was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist, wenn zum Beispiel alte Trauringe in der Familie da sind, von der, sagen wir mal, von den Großeltern oder von den Eltern, die können wir einfach mit einschmelzen und daraus die neuen Ringe machen. Manchmal sind dann auch Steine oder Perlen in den Ringen vorhanden. Die nehmen wir dann raus und gucken dann auch, dass wir die mit einarbeiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist auch immer schön, weil dann tragen die Paare ja meist ein Stück von der Familie wieder mit an ihre Hand. Also es sind auch immer ganz tolle Arbeiten, sowas umsetzen zu können. Ist auch spannend, Tradition dahinter zu erkennen oder dann auch einfach mit einzubauen und kriegt sich quasi weiter. Genau. Das ist schon wirklich schön. Diamanten auch klassisch? Genau, Diamanten. Meist kennt man ja rund-weiß. Das Schöne ist aber, es gibt noch viel, viel mehr Formen. Also es gibt ganz viele Formen im Diamantenbereich, sei es eckig, ein Künstlersdiamant, ein lavettförmigen. Und was ich meinen Paaren auch immer gerne zeige, wenn sie hier sind, das sind nicht nur weiße Diamanten. Also die Diamanten kommen in ganz, ganz vielen Farben in der Natur vor. Wunderschöne Farben von rosa, braun, grün, grau, schwarz. Wird auch gern von Männern dann mal genommen. Also das ist das Schöne, dass ich auch viele Ringe mit Stein für den Herrn bauen darf, weil wir da so ein paar Möglichkeiten haben,
eine schöne, dezente Stelle einen Schein zu platzieren. Und es gibt auch behandelte Diamanten, die dann so ein bisschen knalliger sind. Und ein schönes, sattes Türkis zum Beispiel. Das kann man auch einbauen. Schwarzer Diamant wäre jetzt sowas für unseren Kameramann, sag ich mal. Ja, also da hätte schon den Nerv getroffen. Ja, also auch Elemente einzuarbeiten. Jetzt ist es ja auch so, klar, ergonomisch, Torringe bewegen sich nicht, Oberflächenstrukturen. Da gibt es ja auch verschiedene, gehämmert oder ne, muss ja nicht immer glatt sein, verschiedene Sachen. Bleiben die quasi lebenslang erhalten oder werden die durch die täglichen Benutzung, sage ich jetzt mal, weil der Ring ist ja doch in der Benutzung, wenn man was trägt oder anpackt, verändern die sich da? Ja, also da kläre ich oder versuche einfach meine Paare auch über direkt aufzuklären, was passiert mit euren Oberflächen, die ihr euch da so schön ausgesucht habt. Deswegen auch mein letzter Punkt immer im Beratungsgespräch, weil die Oberfläche ist das, was das Paar eigentlich in den Ring macht. Selbst wenn wir 950er Platin nehmen, was richtig schön hart ist, und eine grobe Oberfläche reinmachen, man macht einfach seine Struktur selbst in die Ringe. Es kommt an Spuren rein. Dadurch, dass die Ringe. Also es spiegelt sich quasi das Leben im genau. Ring. Genau. Und das ist eigentlich auch das Schöne, finde ich. Es ist natürlich so, man passt Türklinken an. Die tragen sich erstmal unten ab, aber klar, man spielt auch unten mal dran. Und man soll die Ringe ja auch einfach tragen und nicht aufpassen. Und deswegen meine Empfehlung, wir suchen hier immer eine schöne Oberfläche aus. Ich gebe mir ganz viel Mühe, dass sie perfekt wird. Für die Fotos zur Hochzeit wird die dann immer noch schön und dann dürft ihr einfach eure Spuren in die Ringe machen. Dann werden sozusagen die Spuren des Lebens in den Ring eingebaut genau. In den nächsten Jahren. Und ja, wenn Ringe Geschichten erzählen könnten, ne, da würde mit Sicherheit auch das eine oder andere rauskommen. Ne? Aber klar, es verändert sich nun mal, weil es einfach ein täglicher Benutzung ist. Man greift immer irgendwo was, packt was an und dann verändert sich natürlich auch die Struktur des Ringes. Und gut, es ist einfach so im Leben, dass da Veränderungen geschehen. Genau, gehört das. Ja, bevor wir jetzt in deine Werkstatt gehen, ihr macht nicht nur Eheringe oder ökonomische Trauringe, sag ich genau. Mal. Du machst auch noch anderen Schmuck, man jetzt hier so ein bisschen sieht. Genau. Also, und zwar machen wir auch Schmuck zu unseren Trauringen. Hier ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, das ist ein Bogen-Einkant-Trauringpaar. Und dann gibt es für die Dame den passenden Anhänger dazu. Und auch die passenden Ohrstecker. Das wird dann immer passend zu den Ringen gefertigt, wenn man denn möchte. Und damit die Männer nicht leer ausgehen, liegt einfach mal hier oben drauf, gibt es auch die passenden Manschetten dazu. Genau. Und wir können Schmuck passend zu den Trauringen fertigen. Wir können aber auch klassischen Brautschmuck mit Perle für den großen Tag arbeiten, der aber dann so gearbeitet ist, dass man ihn auch später noch gut anziehen kann und gerne trägt. Das kann ich euch hier einfach mal zeigen. Genau, das sind auch verschiedene Brautschmuckkombinationen, die wir da machen. Und da können wir dann auch immer gucken. Meistens warten wir natürlich ab, bis die Wahl des Kleides steht. Dann kommen die Bräute mit einem Foto. Oder ich hatte sogar eine Braut, die ist mit Kleid gekommen. Das war super schön. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann haben wir einfach ausprobiert und geguckt, was passt am besten. Ist ja auch spannend, die farbliche, das farbliche Zusammenspiel zum Brautkleid. Ne? Genau. Ich jetzt mal, dass das auch passt. Genau. Ne? Und welcher Ausschnitt? Hier sehen wir zum Beispiel auch noch mal ein paar Beispiele gerade vom Kameramann eingefangen. Genau, die verschiedenen Formen. Ja, auch spannend, ne? Die richtige Kette zum Kleid zu finden, ne? Zum Brautkleid oder auch die Manschettenknöpfe, dann vielleicht jetzt den Anzug für den Herrn. Ja. Ne? Also ja, auch viele Möglichkeiten quasi über den Ehering ergonomischen Trauring hinaus. Wir zeigen gerade so noch diverse Modelle außerhalb der ergonomischen Trauringe, was alles machbar ist.
Aber da bist du natürlich auch flexibel in der Gestaltung. Das sind jetzt einfach nur Beispiele. Genau. Also alles ist, wie gesagt, individuell hergestellt und muss nicht so genommen werden, wie man es hier sieht oder wie es präsentiert wird, sondern wirklich für den Braut oder für den Bräutigam dann individuell hergestellt. Wir gucken dann zusammen, wie es aussehen sollte. Super. Ja, bevor wir in die Werbung gehen und dann sehen wir uns gleich wie in deiner Goldschmiede wieder. Nochmal so ein kleiner Schwenk quasi hier durch den Raum. Und hier sieht man zum Beispiel ja viele, viele Karten, Dankeskarten. Gerade schwenken wir nochmal so ein bisschen hier durch den Showroom. Und da, liebe Brautpaare, also viele, viele Karten. Die Band reicht gar nicht mehr aus. Ja. Gut. von zufriedenen Brautpaaren, die hier bei dir, liebe Maike, sich den ergonomischen Trauring haben herstellen lassen. Also auch eine tolle Erinnerung nochmal und immer wieder schön. Und das ist ja auch so, ich sag mal, bei uns im Job mit Brautpaaren zu tun haben zu dürfen, eine Leidenschaft, ne? Kein Beruf oder Job. Klingt immer so hart. Wir arbeiten ja mit viel Liebe und Detail. Alle Hochzeitsdienstleister sind gewillt und freuen sich für euch, liebe Brautpaare, quasi den schönsten Tag im Leben zu gestalten. Da gehören die Ringe natürlich auf jeden Fall hinzu, die ergonomischen Trauringe, die man lebenslang trägt. Und man freut sich, wenn man dann natürlich auch diese Dankeschreiben bekommt. Das stimmt. Ne? Also es ist schon immer sehr, sehr spannend und es ist einfach so dankbar, weil man hat immer mit Paaren zu tun, die einfach fröhlich sind, die sich auf was Tolles freuen, auf ein tolles Event, und das ist schon eine schöne Branche, in der wir da arbeiten dürfen. Wie gesagt, für den Künstler ist der Applaus sein Brot sozusagen, und bei dir sind es die Dankeskarten. So ist es, da freut man sich ja, wenn man hinterher dann nochmal so was Nettes von den Brautpaaren bekommt. Auf jeden Fall. Ja, liebe Brautpaare, wir atmen mal kurz 30 Sekunden durch und dann sehen wir uns quasi in der Goldschmiede von Maike Thomas wieder, wo wir dann mal live dabei sind, wie ergonomische Trauringe hergestellt werden. Also, kurze Verschnaufpause. Wir sehen uns gleich in der Goldschmiede wieder. Herzlich willkommen, liebe Brautpaare, bei unserem heutigen zweiten Live-Streaming-Event. Wir sind jetzt in der Goldschmiede von Maike Thomas, der ergonomischen Trauringe. Und ich heiße euch nochmal herzlich willkommen. Und ich möchte nicht zu selten sagen, deswegen, bevor wir jetzt weitermachen mit dem Thema ergonomische Trauringe, für euch da draußen, liebe Brautpaare, noch ein Tipp. Und was ich euch wirklich ans Herz lege, das hatten wir heute Morgen auch schon bei unserem Live-Streaming im Eventhaus Giebel. Ihr werdet mit Sicherheit irgendwann euren Hochzeitstermin haben. In diesem Jahr, was vielleicht noch ein bisschen oder noch nicht ganz so sicher ist, aber vielleicht auch viele auch für 22. Und ihr informiert euch jetzt bei Hochzeitsmesse Online über euren Dienstleister zum Thema Hochzeit und sagt, ja, ich heirate vielleicht erst Ende des Jahres 2022. Und ich informiere mich erstmal und dann schaue ich mal, wann ich anfrage oder wann ich buche. Das ist ein bisschen anders in den nächsten, sage ich mal, 2-3 Jahren, weil wir viele Hochzeiten quasi vor uns herschieben. Und wenn die Sicherheit wieder da ist, so ab März, April, hoffen wir natürlich, und man dann erst quasi in die weitere Planung geht und den Kontakt sucht zu den Dienstleistern, kann es vielleicht etwas zu spät sein. Ja, deswegen nehmt jetzt schon mal Kontakt auf, auch ergonomische Trauringe bei der Maike ist ja auch eine Sache, die individuell hergestellt wird. Da dauert es auch Zeit. Und wenn das vielleicht nicht mehr umzusetzen ist oder ihr euren Dienstleistern für euren Termin nicht mehr buchen könnt, weil ihr einfach zu spät seid, dann ist das schade und das wollen wir einfach. Wir möchten glückliche Paare haben, die nicht traurig sind. Deswegen als Tipp, geht schon mal in Kontakt mit euren Dienstleistern, die ihr gefunden habt. Sprecht schon mal vertragliche Sachen ab, auch Corona-Verschiebungen
und fixiert schon mal euren Termin, damit ihr die richtige Location, die richtige Traurednerin, Trauredner, den richtigen Fotograf, den DJ oder die ergonomischen Trauringe auch habt. Deswegen das als Tipp einfach nicht nur von mir, aber ich sag mal stellvertretend von allen Dienstleistern zu euch ins Wohnzimmer. Ja, wir sind jetzt hier in der Werkstatt. Also so sieht eine Goldschmiede-Werkstatt aus. Hier ist so. Ja. Ne, hier wird quasi der Ring fürs Leben hergestellt. Genau. Ja, ja, Goldschmiedin. Was für Utensilien? Man sieht hier so viel. Erklär einfach mal ein bisschen was von deinem Arbeitsplatz. Also hier Schmuckstück ist die Walze. Auch schon ein ganz altes Modell. Funktioniert immer noch einwandfrei. Und dann gibt es ganz klassische Sachen wie Pfeile, Säge, Zangen. Und ihr werdet auch gleich noch ein bisschen Werkzeug sehen, wenn ich arbeite hier am Hängemotor. Da sagen die Zahntechniker immer, ach, kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Kenne ich auch von meinem Zahnarzt. Ja, ne? Genau. Also man entwickelt auch so eine Werkzeugliebe, finde ich. Also ich zumindest als Goldschmiedin. Für schönes Werkzeug und Sachen, die man so gebrauchen kann, kommt doch immer schon einiges zusammen. Genau. Dein Opa war auch Goldschmied, ne? Also genau. Das ist schon eine alte Familientradition, genau, wie du entsprungen bist. Ne? Also der war Uhrmacher und Optiker, hat aber auch ganz viele Goldschmiede Arbeiten eigentlich gemacht und ich habe tatsächlich noch einiges an Werkzeug von ihm, weil gerade so altes Werkzeug einfach super von der Qualität ist. Und das ist meine Lieblingsfeile. Das ist noch eine alte von ihm und die benutze ich eigentlich täglich, weil die einfach so schön handlich ist, so super ist und vielleicht auch, weil ich weiß, dass ich mal so mag. Ja, liebe Maike, kannst du uns denn hier mal live zeigen, wie, ich sag mal, ergonomisch gebaut oder hergestellt werden? Gerne zeige ich euch das. Ich fange einfach mal so an, wie es auch mit dem Ring losgeht. Und zwar geht es mit einem Wachsmodell. Also ich konstruiere die Ringe am Computer mit einem 3D-Programm, kann da wunderschön meinen Winkel einstellen, alle Details einarbeiten, die wir besprochen haben. Und schicke dann meine Daten an die Gießerei. Anhand der Daten wird dieses Wachsmodell gefräst. Und das bekomme ich dann wieder als Gussmodell. Das habe ich hier einmal für euch, was ich gleich bearbeiten werde. Das ist der Rohling. Und davon kann ich ein paar Wochen entdecken, dass auch das Paar mitverfolgen kann, wie ihre Ringe entstehen, wie es von ganz oben immer feiner wird, bis zum fertigen Schmuckstück. Genau. Und den werde ich jetzt einfach mal für euch fertig machen, für die Anprobe, wo die Paare dann wieder zu mir kommen und ihre Ringe anprobieren können. Und das machen wir dann. Ja, dann werden wir uns mal live anschauen, wo quasi jetzt ein ergonomischer Traum entsteht. Du zeigst das einfach, erklärst dabei so genau, ein bisschen. Genau, das, ne, mache ich. Ansonsten die Frage, klar, die Ringe gibt es nur jetzt direkt hier bei dir in der Werkstatt, in den Showroom? Ja. Oder wie bekommt man eure Ringe sonst noch? Oder? Also, es ist ja so, dass wir normalerweise sehr viel auf Hochzeitsmessen aktiv sind und da einfach unsere Ringe vorstellen, dieses ergonomische Vorstellen, die Paare die Ringe anprobieren lassen und dann kommen die Paare aber zu uns. Wir verkaufen die Ringe nicht auf der Messe, weil ja tatsächlich jeder Ring individuell angefertigt wird und dazu müssen wir einfach hier in Ruhe zusammensitzen, jedes Detail besprechen und die Ringe gibt es bei mir in Alsdorf, dann im Süden bei meinem Onkel und bei meinem anderen Onkel im Norden. Und wir sind die drei, die die Ringe quasi für euch machen. Also es gibt die dementsprechend wirklich nur vor Ort, weil genau, es muss ja auch ergonomisch angepasst werden. Genau. Ja, und man kann sie halt einfach nicht online bestellen oder irgendwie genau sich zuschicken lassen. Man muss das also direkt bei euch in der Goldschmiede erledigen. Genau. Dafür ist es sehr detailreich. Und das
online zu machen, da fehlt einfach so dieses Gefühl. Also ihr dürft so viel mitbestimmen, Details aussuchen. Das funktioniert tatsächlich am besten vor Ort, wenn wir hier gemeinsam zusammensitzen. Ich habe den Ring jetzt einmal ausgeblüht. Ich baue die Ringe ein klein bisschen kleiner, als wir in der Beratung ausgemessen haben, weil ich die Ringe dann nochmal live, wenn ihr zur Anprobe da seid, an euren Finger anpasse und nochmal schmiede. Dabei dürft ihr mir dann auch immer hier in der Werkstatt über die Schulter gucken. Und jetzt machen wir einfach mal Brustkanäle weg und fallen den Ring so, dass man ihn auch tragen kann. So wird es ja noch ein bisschen ungewöhnlich. Also direkt, wie gesagt, persönlich auf den Finger angepasst und auch die quasi abschließende Anpassung wird direkt hier vor Ort vorgenommen. Genau, genau. Ja. Damit der Ring auch wirklich perfekt sitzt. Bei mir gibt es meistens keine Ringgröße 56, sondern es ist meine Ringgröße 56 plus 56,5, weil die Finger sind ja nicht genormt, sondern jeder Finger ist individuell. Das stimmt, deswegen, ne? Es ist ja auch gut, dass der Ring sich dann nicht mehr bewegt. Und, wenn ich mir jetzt meine Finger angucke, glaube ich, hätte ich viel Arbeit mit. Aber, würden wir auch hinkriegen. Ja, wenn du das Paar hier so sitzen hast, die ganze Beratung, wir sind zwar so ein bisschen schon mal eingegangen, wie läuft so die ganze Beratung quasi bei dir ab? Man macht einen Termin, gehe ich mal von aus, erstmal ne, Terminvereinbarung, persönliche. Genau. Hier auch übrigens, liebe Brautpaare, direkt über Hochzeitsmesse online machen können. Ihr könnt gerne in den Stand bei Maike Thomas oder bei den ergonomischen Trauringen auch im Süden von Deutschland anschauen. Und dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten in dem Messestand. Und ja, da sind die Kontaktmöglichkeiten, um mit der lieben Maike Kontakt aufzunehmen. Und wie geht's dann weiter? Also, ihr meldet euch, wie auch immer, telefonisch, per E-Mail. Wir machen einen individuellen Beratungstermin aus. Ihr müsst so 2 Stunden Zeit mitbringen, weil die Zeit doch verfliegt. Es gibt so viel zum Angucken. Und dann setzen wir uns zusammen und gehen mit euch jedes Detail durch. Also ich zeige euch ganz, ganz viel, zeige euch das aber strukturiert, damit ihr nicht überfordert seid mit den Möglichkeiten. Und ihr nehmt einfach ganz, ganz viel an die Hand. Das heißt, wir probieren ganz viele Ringe, ganz viele Formen, Materialien an, weil ihr so einfach ein gutes Gefühl dafür bekommt, was ist genau das Richtige für euch. Und am Ende steht dann immer ein individuelles Ringpaar da. Also wir gehen die Form durch, wir gucken uns die Materialien an, wir suchen einen Steinbesatz aus. Und dann habt ihr aber die Möglichkeit, durch einen zweiten Termin, durch die Anprobe, nochmal ein paar Details festzulegen. Weil ich merke schon, dass es manchen Paaren schwerfällt, sich bestimmte Dinge vorzustellen. Ich habe viele Ringe als Beispiele da und es wird sehr, sehr oft eine Kombination von verschiedenen Details. Und in dieser zweiten Anprobe können wir quasi nochmal gucken, zum Beispiel, gefällt euch, wie der Bogen eingearbeitet ist? Gefällt euch die Rundung? Weil dann habt ihr euren Ring am Finger im richtigen Material, in den richtigen Proportionen und können auch nochmal verschiedene Steine auflegen. Also wir gucken uns natürlich alles vorher an, aber da könnt ihr nochmal ganz, ganz viel bestimmen, ändern, damit die Ringe auch genauso werden, wie ihr euch die vorgestellt habt. Also alles wird bis ins letzte Detail quasi besprochen und dann auch abgesprochen, genau. Damit letztendlich genau ja, auf euch persönlich ergonomisch zugeschnitten der Ring dann auch vor dem Altar liegt, wie ihr euch den vorstellt und wie ihr euch den wünscht. Und ja, wie gesagt, es ist natürlich ein absolutes Unikat und es gibt keinen vergleichbaren Ring auf dieser Welt, den man da nochmal findet. Es ist wirklich euer Ring und es bleibt euer Ring und es gibt ihn quasi kein zweites Mal. Genau, genau. Das ist wirklich das, was mir auch an der Arbeit Freude macht. Jedes Paar legt auf andere Details Wert. Bei manchen, die sehen so ganz besondere Kleinigkeiten, wo ich dann andere Paare wieder darauf hinweise, denen das dann aber gar nicht so wichtig ist, denen dann ein anderes Detail wieder wichtig ist. Und das macht auch
quasi Spaß bei der Beratung, dass es immer wieder anders ist und so auch die Ringe wirklich immer anders werden und ich niemals das gleiche Ring verarbeiten muss, der auch langweilig sonst. Genau, das ist ja auch, ich sage, ein kreativer Beruf und ja, wie schon erwähnt, so ein Ring kann auch Geschichten erzählen, wenn man dann, wie eben erwähnt, Elemente vielleicht aus dem Ring der eigenen Eltern, Großeltern mit einbauen lässt, dann verbirgt sich natürlich viele, viele Details hinter so einem Ring, die natürlich ganz persönlich auf das Brautpaar zugeschnitten sind. Die Gravuren in dem Ring zum Thema Datum und so nimmst du auch vor? Genau. Und das Schöne ist, dass man die Ringe nicht in eine Maschine spannen kann. Die werden von einem Handgraveur graviert. Das heißt, der geht mit einem Stichel von Hand rein und graviert die Ringe. Und das ist ein richtiger Künstler. Also der kann auch eure eigene Handschrift übertragen. Der kann besondere Symbole in die Ringe eingravieren. Letztens hat er mir so schöne Hügel eingraviert, eine kleine Berglandschaft, weil sich das Paar bei einer Wanderung kennengelernt hat. Da kann man dem Ring auch nochmal einen schönen individuellen Touch geben. Auch eine tolle kreative Möglichkeit, da Elemente, ja, vielleicht aus dem Kennenlernen noch mit einzubauen. Genau, genau. Oder Hobbys, die man vielleicht zusammen betreibt. Ne? Also wenn dann unser Kameramann den Ring mit dem schwarzen Diamanten macht, dann kommen beide dann Hund eingraviert. Ne? Ja, das sind ja so Elemente, ne, wo man sagt, da hat man dann Verbindungen zu. Genau, genau. Ja. Oder das Herz der Hochzeitsmesse online. Zum ne? Beispiel. Aber jetzt habe ich so den Super-GAU jetzt. Ne? Ist ja leider ein bisschen, ich sag mal, eine schwierige Corona-Zeit. Jetzt habe ich einen Hochzeitstermin festgelegt, habe die Gravur vielleicht bei dir gemacht. Und jetzt muss ich, weil Frau Merkel nächste Woche sagt, es gibt den Super-GAU und wir bleiben alle schön zu Hause und wir dürfen vielleicht auch nicht mehr heiraten. Jetzt muss der Hochzeitstermin verschoben werden, aber das Datum steht schon im Ring drin, beziehungsweise eingraviert. Da hat man sich natürlich vor anderthalb Jahren keinen Gedanken drüber gemacht. Aber das sind ja jetzt natürlich Gedanken, die man sich leider machen muss. Oder das sind ja so. Auch ja, solche Informationen, die Brautpaare natürlich interessieren. Was machen genau. wir da? Genau. Also wir sprechen einfach, also ich spreche diese Thematik jedes Mal an. Was passiert, wenn eure Hochzeit, wir hoffen es natürlich nicht, aber nicht stattfinden kann, so wie ihr euch das gewünscht habt. Ich habe viele Paare, die standesamtlich erstmal heiraten, dafür die Ringe brauchen, da das Datum nehmen. Und ich habe dann einfach einige Paare, die sagen, wir heiraten auf jeden Fall, auch wenn wir nur zu zweit heiraten. Und dann weiß ich, okay, wir können das Datum reingravieren. Und bei vielen Paaren, wo es noch nicht offen ist, da warten wir einfach mit der Gravur. Wir machen die Ringe fertig, das Paar kommt die Ringe abholen. Und im Nachhinein machen wir die Gravur rein. Zur Not kann man so eine Gravur auch wieder auslasern, neu gravieren. Aber das wollen wir erstmal vermeiden. Da gibt es aber verschiedene Möglichkeiten und Lösungen. Hier. Also dann vielleicht, ich sag mal, eher lieber bis kurz vor dem Termin warten. Ich weiß nicht, wie lange dauert so eine Gravur? Ja. Muss man rechnen, Tage jetzt? Ja, also wir gucken dann, also ich habe so ein Timeplaner, wo ich quasi gucke, wann heiraten die Paare, wann ist geplant zu heiraten und dann schreibe ich die Paare an oder wir telefonieren, sprechen, machen wir die Gravur jetzt oder machen wir es hinterher. Man sollte schon so 2 bis 3 Wochen quasi einplanen, weil ich die Ringe dann auch nochmal schön machen muss, weil er die Ringe einspannen muss und dann muss ich nochmal die Oberfläche nacharbeiten. Genau. Also wäre es eigentlich ein guter, sinnvoller Tipp, vielleicht gut, ne, wirklich zu heiraten und dann den Termin eingravieren zu lassen. Tatsächlich. Damit man wirklich kein Problem hat in der Nacharbeitung. Ne? Genau. Dass man dann wirklich sagt, gut, wenn die Hochzeit stattfindet und man heiraten kann, dass wirklich, ich sag mal, ohne Termin im Ring geheiratet wird und das nachträglich dann eingraviert wird. Genau. Ne? Also auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall, genau. Ich kann euch ja jetzt mal zeigen, was ich hier so nebenher gemacht habe. Und zwar hat der Ring jetzt schon nicht mehr diese Nupsis, die er am Anfang hatte. Ich habe quasi die Oberfläche glatt gefeilt, habe hier auch schon diesen Bogen angepasst. Muss natürlich noch einiges gemacht werden.
Aber jetzt kann man schon mal so ein bisschen sehen, in welche Richtung der Ring gehen soll. Zeige ich euch nochmal den Vergleich vom Herrenring, wo ich noch nichts gemacht habe. Sieht noch so aus. Jetzt müssen wir innen noch schnürgeln, dass das auch schön weich wird, die Kanten noch abrunden, damit das angenehm zu tragen wird. Und wenn man jetzt da was einarbeiten möchte, ein Diamant, oder wird das da noch mal aufgeschmolzen, oder wie wird das jetzt so für den Laien? Ich bin Ja, ja das da. ist eine gute Ne? Frage, werde ich auch oft gefragt. Und zwar werden die Steine gepasst. Das heißt, es wird in den Ring eine kleine Kuhle eingefräst, die so groß ist wie der Stein, also dass der Stein gerade reinpasst. Dann wird der Stein eingelassen und der Stein hat eine Rondisse, das heißt, er hat hier so eine glatte Kante. Und da wird das Material dann rumgelegt, draufgearbeitet sozusagen. Und dadurch hält der Stein im Ring. Und das ist auch eine schöne Sache, weil hier kommt was ganz Besonderes in den Ring rein. Da kommen Steine in einen Farbverlauf rein. Ist jetzt schwer zu sehen. Also das ist jetzt kein Vorzeigeobjekt einfach, sondern das wird jetzt Das wird wirklich nachher jetzt. dann so gemacht. Also ich mache das jetzt nicht, das macht nachher der Fasser. Okay. Aber die Steine sind schon mal hier. Die hat das Paar sich ausgesucht. Und zwar ist das ein Farbverlauf. Das heißt, hier kommen 7 Steine rein. Der erste ist braun, dann wird es immer heller und geht zum Weiß. Also es ist auch sehr, sehr besonders, was die Braut da haben möchte. Das wird wunderschön werden und ich freue mich schon, wenn der Ring fertig ist. Und das Pardon dazu, der Ehering, Ja, also der ja, Ehering des Gatten, ja. ist der ohne Der, Stein gehalten, oder? nee, der kriegt auch einen Stein und zwar einen braunen. Genau in der gleichen Farbe wie der erste Stein beim Herrenring. Und der wird hier unten eingefasst. Also auch eine schöne, dezente Stelle für den Herrn. Und das ist jetzt quasi einmal schon mal hier. Wenn das Paar dann zur Anprobe kommt, legen wir diese Steine dann auf den Ring auf. Und dann kann die Braut gucken, ob ihr das so gefällt. Und wenn sie jetzt sagen würde, die Steine sind mir zu groß, die Steine sind mir zu klein, ich will doch weiße Steine, dann ändern wir das Ganze einfach nochmal um. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass ihr das Traum gefallen Gut, du hast ja auch schon intensives Vorgespräch mit der Braut Genau, gehabt. Ne? genau. Aber nichtsdestotrotz sieht man die Flexibilität dann, ne, wenn man dann wirklich ich wollte schon sagen, am lebenden Objekt, aber dann am Live-Objekt sieht, wie Steine dann auch eingefasst sind und vielleicht gefällt es einem dann doch nicht. Ne? Bist du so Genau, flexibel, dass dann quasi ändern dann wir auch das nochmal nochmal. das umgeändert werden kann. Ne? Genau. Aber daran sieht man, dass, wie gesagt, die Ringe nicht unbedingt immer identisch sein müssen. Ja? Von Braut und Bräutigam, sondern doch schon gewisse Unterschiede haben können, denn es sind wirklich ja eure individuellen Eheringe, die ergonomischen Trauringe, die dann auch mal ja, verschieden aussehen oder auch anders bestückt werden können. Ne? Wie viel Vorlaufzeit generell sollte man als Brautpaar so ein bisschen einplanen, wenn ich sage, Mensch, ich habe mir jetzt das Video angeschaut von der Maike oder auch andere Informationen schon über den Messestand bei hochzeitsmesseonline.de mir besorgt, auf eurer Homepage gewesen, wo ja auch quasi deine beiden Onkels zu finden sind mit den Produkten in Deutschland. Wie viel Zeit Vorlauf oder wann kommen Brautpaare so tendenziell zu dir und zu sagen, so, Ja. wie viel Zeit muss man einfach vorher einplanen? Also am schönsten ist es für mich zu arbeiten, wenn die Paare 4 bis 6 Wochen vor Hochzeitstermin kommen. Oh, das ist ja Das knapp. ist Da hätte ich jetzt gedacht, das muss länger sein, ne? das funktioniert dann eigentlich gut. Also ich habe tatsächlich auch viele Paare, die mal so eine Stunde Anfahrt haben und da ist dann so ein 6 Monate schon schön, weil dann können wir entspannt gucken, wann wird es wieder passen, für eine Anprobe vorbeizukommen. Und ich finde es auch schön, wenn ich die Ringe nicht kurz vor knapp abgeben kann, weil dann sind die Paare meist ein bisschen entspannter. Also letzter Monat gibt es immer noch viel zu tun, viel zu organisieren. Ich habe aber auch jetzt vor
Und dann war das im Sommer, habe ich ein paar gehabt, die haben gesagt, okay, irgendwie wollen wir jetzt doch noch heiraten, trotz Corona, trotz allem. Wir heiraten in einem Monat. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Und da habe ich auch wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe natürlich meinen Pastor, meinen Graveur informiert, habe gesagt, ich habe da einfach ein paar, da muss es jetzt mal schneller gehen. Und da haben alle toll mitgearbeitet und die Ringe sind dann auch. Auch sowas kriegt man dann mal hin. Aber das andere ist natürlich schon entspannt. Auch wenn dann ein paar Paare zusammenkommen, kann ich nicht jedes Mal so ein Turbo-Tempo einlegen. Aber ist auch mal möglich. Also auch das Unmögliche ist hier bei der Maike möglich, aber es sollte jetzt nicht jede Woche ein Nee, Brautpaar kommen, genau. die in Das wird einem dann schon Monat schwerer. heiraten, ne? Dann wird es doch etwas hektisch. Also so, ja, sagen wir mal, 6 Monate Pause ist eine gute Zeit. Und ja, es bedarf ja auch Vorgespräche, dann das Anpassen, die Anprobe Genau. etc. Ne? Also viel zu tun. Ne? So ein Ring ist ja auch, ja, wie gesagt, ein Unikat dann hier auch bei dir gerade. Und da sollte man schon in Ruhe dann genüsslich die ganze Sache auch angehen. Was war denn so der verrückteste Ring oder die verrücktesten Ringe, die du mal gemacht hast? Also wenn jetzt welche auch mit Vorstellungen hier hinkommen, sagen. Ja. Das spannendste Traurigpaar, ja, ist eigentlich eins. Und zwar ist das ein offener Ring, also der ist geöffnet. Und in diese Flanke sind dann Steine gepresst. Das mache ich meist beim Damenring. Und der Herrenring kriegt dann einen glatten, passenden Ring dazu, der aber nicht geöffnet ist. Da war es aber so, dass auch der Herr gesagt hat, ich möchte auch einen offenen Ring und die Ringe sollen exakt gleich aussehen. Und da haben wir magentafarbene Steine reingepackt. Also das Paar, das war grandios. Also es hat enorm viel Spaß gemacht, weil sowas darf ich, weiß ich nicht, alle Jubeljahre mal bauen. Ne? Das war halt richtig ausgefallen und habe ich auch sehr, sehr schöne Fotos dann von gemacht, habe auch noch tolle Fotos von dem Paar bekommen. Das war schon ja, ein sehr, sehr außergewöhnliches Traumpaar, würde ich sagen. Genau. Ja, ist natürlich schwierig, aber die Frage stellt sich vielleicht bei dem einen oder anderen Brautpaar vom Thema Preis. Ne? Jetzt ist natürlich hier Ja. sehr viel Individualität, welches Material, ob ja, noch eine Perle, ein Diamant, das ist natürlich alles, sage ich mal, Elemente, die den Preis natürlich nicht irgendwie pauschalisiert, jetzt mal, dass man dem mal sagen kann. Ne? Ich sag mal so, ab wie viel oder muss man rechnen, wenn man sagt, so, ich habe jetzt so, ich sag mal so den klassischen für dich jetzt hier Durchschnittsring, jetzt nicht Ja. negativ, Ja, ne? Wo weiß du es nicht. sagst, so, das ist so die Summe, wie die Brautpaare so ausgeben oder ab da sollte man ungefähr rechnen, dass man da mal so eine grobe Vorstellung Ja. hat. Wie gesagt, detailliert ist das schwierig. Ja. Ist auch eine total wichtige Frage. Ist ja auch ein großer Aspekt. Ich würde sagen, die Ringe gehen bei uns, so das Ringpaar, bei 1.800 € los, bis Preisspanne natürlich oben offen, aber ich sag mal so im 5.000 € und im Schnitt liegen viele Ringpaare, die ich so baue, sowas um die 3.300 € so etwa. Aber ab 1.800 € geht's los. Und ich spreche auch mit meinen Paaren immer relativ offen über Preise, damit wir einfach nicht in die falsche Richtung arbeiten, sondern einfach gucken, was ist euer Budget, was passt da rein, rechne natürlich dann am Ende auch mal verschiedene Varianten aus, dass ihr auch mal gucken könnt, wir können einmal diese Variante machen oder die, sodass wir da einfach ja, eine gute Kombi hinbekommen. Nee, dass man einfach mal eine Vorstellung hat. Klar, Genau, ist ja nach auch oben hin sind wichtig. Preise natürlich offen in der Kreativität und auch in der Bestückung. Auch Das die stimmt. Materialien sind ja unterschiedlich, ne? Ob ich jetzt Gold, Silber oder auch, ne, da sind auch die Materialpreise natürlich Klar. sehr variabel. Und ja, nehme ich jetzt noch eine Perle oder einen Diamant, dass man da jetzt natürlich nichts fixieren kann. Aber dass man zumindest weiß, ne, man kann mal Genau. so eine Summe 1,8, 2.000 sollte man mal dann einkalkulieren und alles Genau. weitere, gut, obliegt dann natürlich, ich sag mal, im weiteren Verlauf. Und man hat wirklich, sage ich mal, natürlich ein Unikat. Das ist wirklich also ganz was anderes, wie jetzt, ja, ne, ein maßgeschneiderter Anzug ist auch nicht von der Stange, ne, und ein Genau, ja. ergonomischer Trauring ist halt auch was ganz anderes und hat auch viele, ja, Geschichtliches.
noch im Background. Jetzt gibt es ja immer so die Tradition, ne? Also ich sag mal, unsere Stunde ist schon fast um, ne? Also wir haben nur noch das knapp 5 schnell, Minuten. Wahnsinn. Ja, da hast du Sorge gehabt, was machen wir in einer Stunde? Was sprechen wir über Trauringe und Goldschmiede? Und jetzt sind wir schon knapp kurz vor dem Ende. Aber mit einer Sache möchte ich dich noch konfrontieren. Es gibt ja, warum trägt man eigentlich den Trauring rechts? Gibt es da irgendeine Geschichte zu oder bin ich auf einmal wieder solo, wenn ich den auf die linke anziehe? Also, ich finde, man trägt den Trauring da, wo man möchte. Also Deutschland ist traditionell wirklich die rechte Seite, noch da wird der Trauring getragen. Aber ursprünglich wurden die Trauringe im alten Ägypten das erste Mal quasi gemacht und da wurden sie an der linken Hand getragen, weil das die Seite des Herzens ist. Und man hat an eine Liebesader geglaubt, die vom linken Ringfinger zum Herzen führt. Es gibt ganz viele Geschichten, warum dann in Deutschland plötzlich die Trauringe rechts getragen wurde. Ich kann euch leider nicht erzählen, was jetzt die richtige Geschichte ist. Es gibt da einfach zu viel, was da so rumkursiert. Und ich baue tatsächlich die meisten Trauringe für rechts, aber so 30% für links. Aus unterschiedlichen Gründen. Einfach, weil es die Seite des Herzens ist, weil es praktischer ist, weil an der rechten Hand eine Verletzung ist. Also ihr macht das einfach so, wie es für euch gut ist. Also man muss jetzt nicht quasi dem Gesetz folgen, dass man es rechts trägt. Also links hätte sich für mich ja auch eher erschlossen, weil es einfach der kürzere Weg zum Herzen ist, sage ich jetzt mal. Genau. Aber gut. Aber wie gesagt, ich sage mal, eine Hochzeit ist ja was Individuelles, ist ja eure Hochzeit und dann dürft ihr auch den Ehering dort tragen, wo ihr ihn am liebsten tragen möchtet. Ne? Möchtest du uns noch was zu deinem Ring erzählen? Ja. Oder ist der, ich sage jetzt mal, so weit in dem, was wir hier zeigen konnten, fertiggestellt? Der ist jetzt fast für die Anprobe fertig. Es fehlen nur noch kleine Details und dann mache ich den Herrenring dazu noch fertig. Und dann rufe ich das Paar an und wir schauen, was aus den braunen Steinen wird. Wunderbar. Ja, liebe Brautpaare. Genau. Also, das wenn das Brautpaar, das demnächst die Ringe tragen wird, sehen möchte, wie ein bisschen an eurem Ring gearbeitet worden ist, dann kannst du dem gerne sagen, dass sie das bei www.hochzeitsmesseonline-tv.de sehen können, wie live quasi an ihrem Ehering gearbeitet worden ist. Ja, ist ja auch spannend. Ne? Genau. Wer hat das? Und das ist ja auch nachhaltig. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, liebe Brautpaare, ein spannendes Thema. Wir könnten, glaube ich, noch stundenlang hier verweilen und uns um Goldschmiede zu unterhalten. Und ergonomische Trauringe ist eigentlich wirklich ein tolles Thema. Und wir waren froh, dass wir mal hier sein durften. Liebe Maike, vielen Dank. Ich würde sagen, ein paar abschließende Worte an unsere Brautpaare da draußen. Hm? Ja, also danke, dass ihr hier wart. Hat viel Spaß gemacht mit euch und meldet euch gerne, wenn Corona es wieder zulässt, gerne telefonisch, wie auch immer. Und wir können ganz in Ruhe besprechen, ob die ergonomischen Trauringe was für euch sind und dann einfach schauen, wie die aussehen. Ja, ich habe hier so die kleine Infobroschüre, ne? Da sieht man auch ein bisschen was, aber auf der Hochzeitsmesse online im Stand ist ja Gibt's auch noch viel Infos zu finden. Ja, Maike, ich sage Dankeschön. Schön, dass wir hier in deinen Gefilden sein durften und dich in Alsdorf besuchen durften, um unseren Brautpaar da zu Hause auf der Couch jetzt im muckeligen, warmen Wohnzimmer viele Infos zu bringen, damit sie sich halt wirklich perfekt auf ihre Hochzeit vorbereiten können, weil es ist ja anders leider nicht möglich, aber bei Hochzeitsmesse online machen wir auch Unmögliches möglich. Ja, und deswegen immer spannende Themen, die wir behandelt haben in den letzten Wochen, in den nächsten Wochen auch noch behandelt haben. Und es ist ja mal spannend, einen Einblick in eine Goldschmiede zu sehen. Ja. Viele Informationen zu bekommen, die man jetzt übers Internet und so gar nicht bekommt. Ja. Aber einfach mal aus diesem Interview. Ne? Sehr schön. Ja, liebe Brautpaare, das war unser heutiger Sonntag. Zwei spannende Live-Termine im Eventhaus Giebel bei den ergonomischen Trauringen bei Maike Thomas durften wir heute behandeln und euch diese Infos ins Wohnzimmer bringen. Viele weitere Themen haben wir schon behandelt. Ihr könnt alles nachhaltig euch nochmal anschauen, auch das abgelaufene Interview unter www.hochzeitsmesseonline-tv.de. Es sind schon viele, viele Themen drin, die wir behandelt haben. Wir waren live in der Konditorei, haben
Hochzeitstortenherstellung gezeigt. Wir waren im Brautgeschäft gewesen. Wir haben Zauberer gehabt, die gezaubert haben in den Livestreamings. Also spannende Geschichten, die wir schon begleiten durften. Und wenn ihr Interesse habt, euch da viele Informationen über eure Dienstleister für eure Hochzeit zu holen, schaut einfach mal rein in unseren TV-Kanal. Ansonsten stöbert durch die Hochzeitsmesse online. Wir haben 24/7 geöffnet. Ihr könnt jederzeit also auf die Stände gehen. Der Zugang ist kostenlos, ihr müsst keinen Eintritt bezahlen, ihr müsst euch nicht registrieren, also keine Daten hinterlassen. Ihr könnt zu jeder Uhrzeit in die Hochzeitsmesse online gehen, ihr könnt euch beraten lassen, informieren, ihr könnt jederzeit Kontakt mit den Dienstleistern aufnehmen. Wie gesagt, seid nicht zu spät, lasst euch nicht zu viel Zeit, dann ist vielleicht der ein oder andere Dienstleister nicht mehr buchbar. Ja, wie geht's bei uns weiter? Wir haben geöffnet, klar, 24/7. Am Donnerstag haben wir unser Brautpaar-Zoom-Meeting, also alle Brautpaare, die Interesse haben, einfach mal einen kleinen Austausch vorzunehmen, uns von der Hochzeitsmesse online vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Wie sind eure Erfahrungen? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Gibt es Kritik, die wir uns gerne stellen? Also am Donnerstag habt ihr die Möglichkeit, geht einfach in den Infocounter der Hochzeitsmesse online. Dort findet ihr den Termin und auch die Zugangsdaten zu unserem Zoom-Meeting am Sonntag. Weitere virtuelle Öffnungstage sind geplant, wo wir weitere spannende Themen behandeln. Wir sind in 2 Wochen im Mintops Hotel in Essen. Wir haben ein Interview über Kosmetik und wir haben weitere tolle Interviews, die ihr, wie gesagt, im Infocounter findet. Mein Name ist Mirko Köstring von Hochzeitsmesse Online. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntagabend und ja, genießt. Lasst euch die Freude am Plan der Hochzeit nicht nehmen durch Corona. Plant, nehmt Kontakt mit den Dienstleistern auf. Ja, habt einfach Freude in der Planung und genießt und sprecht einfach über eure Hochzeit. Plant aber mit den Dienstleistern vielleicht auch Corona-Verschiebungen, sodass ihr da auch eine Sicherheit habt. Aber lasst euch die Freude am Plan nicht nehmen. Und ja, wir freuen uns auf euren Besuch bei unseren Dienstleistern. In diesem Sinne, einen schönen Sonntagabend noch. Wir verabschieden uns mit unserem traditionellen Image-Video der Hochzeitsmesse online, wo ihr einen kurzweiligen Überblick bekommt. Wir sind in 50 Messestädten mit knapp 700 Ausstellern präsent. Schaut euch das Video an. Ein toller Einblick in die Vielfalt der Hochzeitsmesse online. Genießt es, genießt den Sonntagabend und ja, wir sehen uns vielleicht am Donnerstag live beim Brautpaar-Meet. In diesem Sinne, macht's gut, einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.